Eine neue Folge von Pistanity vor einer Stunde. Video New Pet Skill Change Black Desert Highlights. Kiargon New Pearl Item. Pet Skill Exchange Kupo. I'm going. Bro. Ist das ein Mitarbeiter von PA oder ist das ein Content Creator? I'm going to change my Llama Skill. Here we go. Karma to Gathering XP. 51%. Here we go. We'll see I can get it or not. Let's go, let's go. 51%. Karma to Gathering XP. Here we go. Okay, I got Cooking XP. Your nose is not really good. Also, die Sache ist jetzt halt, dass dieses Item eingeführt wurde in Korea letzte Woche. Wir bekommen es diese Woche. Das ist ein Item wie bei deiner Fee, dass du quasi die Skills ändern kannst von der Fee, ne? Da kannst du ja die Talente ändern mit diesen Tyas Orbs. Und das gleiche Prinzip haben sie jetzt auch für die Pet-Skills eingebracht. Ne? Dass du deine Pets rerollen kannst und nicht komplett rerollen musst. Das alles. But like, it looks like you got punched in the face. Like from the front. From the front. It's like, it's okay, but it legit looks like as if... さあ今歴史を作りに行きましょう。よっしゃー！わー、ワンタップ、ディガ。よっしゃー！ワンタップ、にしれっ。やってしまったー！マジかー！あー、ディガ、ワンタップ。大事件だぞ、これ。大事件が起こってしまった。I can't even move! Get a finish cooking me! Music licensing reimagined. Der hat die Festung gesniped. What the fuck? Der hat die Festung gesniped im letzten Moment. Er hat die Festung übernommen mit einem mit dem Last Hit, ja. In the name of the Father, Rapless. Leute, einfach als PvE-Gilde an so einem Content teilnehmen, ja, und dann warten, bis quasi die beiden Gilden sich komplett kaputtgeschlagen haben und das Fort fast Lowlife ist, und dann gehst du als PvE-Gilde einfach komplett rein und versuchst dein Glück. Einfach von hinten alles reinwerfen. Und dann snipest du als PvE-Gilde einfach so ein, keine Ahnung, Attendance-Reward, diesen 48-Stunden-Buff. Das wird, Digga, das ist ein geiler Plan. The Sun, Bayrog Han, and the Holy fucking Black Spirit. Das ist auf Englisch Rocky Balboa. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. You're worth it. Go out and get what you're worth. Let's go. What a way to end it off. Okay. Well, that wasn't supposed to happen. Well, we're 26 fails on pen chat. We gotta go.
Also man sieht es nicht wegen meiner Kamera, aber da steht 26 von 40 Pity. I'll try for pen. Push the stack. 27. Klick ohne Crunchstones. Auf welchen Stack hat er das gedrückt? Warte mal. Auf 232. Okay, we're not pushing the stack. Kuno ass so big. Look at this ass. Do you see this? Ass so big. Look at this volume. So, how do you heal as an assassin? But yeah, this is my. I show you how you heal up as an assassin. What's up? Welcher Idiot fragt denn bitte aus Jules Chat, wie Hashashin sich hochheilt? Was ist denn das? Was soll er darauf antworten? Potz, Digga, AFK. Up guys, this is a short video of my latest enhancing session. I hope you enjoy. Guck mal, die Leute haben halt einfach keinen Respekt mehr. Vor sich selber, Bro. 255er Feldsack, Göttunes Girseidebo. Guck mal, 255er Feldsack für Pen Debo Belt, Bro. Im Leben hätten wir von einem halben Jahr nicht an sowas gedacht, Bro. Er sagt sich, denkt sich so, Digga, ist doch scheißegal, Bro. Wieso machst du dir so Stress, Wacker? Wieso stresst du dich? Brück dich. Ist doch ein Hammer nur. Ist doch nur Hammer. Kostet nur 27,5 BE. Das ist auch noch vor Pity-System, ne? Der hat hier kein Pity. Weißt du, juckt ihn nicht. Er hat noch 10 weitere Hämmer im Inventar, Leute. Seht ihr ihn gerade nicht, weil ich mit meiner fetten Kamera davor sitze. Aber Bro, Digga, juckt ihn einfach nicht, weil Hämmer, deutlich günstiger, kann nicht downgraden. Ein Stack niedriger als der andere, aber Allah hat messen. Allah hat messen. Töbestafullah. No, niemals, Bro, what the fuck? Bro, niemals, nicht mal Vikes Cry, Bro. Guck mal, die Leute denken sich, ich scheiß auf meine Ehre, ich fick meine eigene Mutter, sagt er sich, ja. Ist mir scheißegal, ich drück das Ding jetzt auch auf den 53er Feldsack, gib dem Ding einen Kopfnuss. Bro, da sind nicht mal Vikes drin. Der hat so keine Ehre, Digga, der würde Inzucht betreiben. Und er kriegt es. Aber juckt auch nicht. Juckt auch nicht. Voll Hammer. Warte mal, wieso will er es deinstallieren? Was ist da passiert? Er zerstört ihn, den Gegner. Dann disconnected er und deinstalliert. Wieso? Ich verstehe es nicht. Ach so, irgendjemand anders hat ihn getötet. Jemand hat ihm den Kill geklaut und deswegen deinstalliert er. Ja, der hat sowieso nichts mehr im Video zu suchen. Okay.